Die goldene Kuppel der Schwedagå reflektiert die ersten Lichtstrahlen eines neuen Tages. Noch vor Sonnenaufgang sammeln sich die Frühaufsteher zur Morgengymnastik am Ufer des Kandoji, des königlichen Sees, inmitten von Yangon, der ehemaligen Hauptstadt Myanmars. Die richtige Atmung hilft, Yin und Yang im Körper auszubalancieren und alle Ereignisse des bevorstehenden Tages mit Gelassenheit hinzunehmen. Sind Atmung und Körperenergien stabilisiert, wird der Rhythmus zackiger. Muskeln werden gedehnt, Gelenke geölt. Yangon erwacht. Großzügig angelegte Parks und Grünanlagen sowie zahlreiche künstliche Seen anstelle eines end- und gesichtslosen Häusermeers machen Yangon noch heute in weiten Teilen zu einer grünen Gartenstadt. Mehr als 4 Millionen der etwa 52 Millionen Einwohner Myanmars leben in Yangon. Was Wunder, dass sich das Gesicht der Stadt vor allem in den letzten Jahren rapide geändert hat. Antennenmasten und Satellitenschüsseln tauchen immer zahlreicher neben den goldenen Spitzen der Pagoden an der Skyline der Stadt auf. Noch aber beherrscht die golden leuchtende Stupa der Schwedagå-Pagode das Stadtbild Yangons. Hinter den Hafenkränen am Yangon-Fluss liegt das alte und neue Stadtzentrum. Zwischen den langsam im Tropenklima verfallenden Kolonialgebäuden schieben sich mehr und mehr moderne Zweckbauten und Bürotürme in die Höhe. Die Briten hatten das frühere Rangoon schachbrettartig im viktorianischen Kolonialstil rund um die heute auf einer Verkehrsinsel gelegene Sule-Pagode angelegt.